Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute testen wir zusammen die Sister Love Collection mit Harley Quinn und Joker, also Essence und Catrice. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Als Primer habe ich heute von Dalton meinen Sonnenschutz drauf, da braucht man eigentlich nichts noch ordentlich drüber. Man sieht, es ist ordentlich genährt im Gesicht, da habe ich auch aktuell den Code BeautyClaudi, könnt ihr gerne mal vorbeischauen für 20% Rabatt. Und ich werde jetzt auch als Base-Produkte, die von Dalton verwenden, da habe ich hier einmal die BB-Cream. Die gibt es in Ivory und in einer Nuance dunkler. Die Nuance dunkler ist, wie ich gehört habe, beliebter. Ich persönlich nehme gerne die hier, weil die einfach auch am besten zu mir und meiner Hautfarbe passt. Das Easy Peasy Lemon Squeezy kann ich sehr empfehlen. Und zum Verteilen verwende ich auch schon direkt einen Pinsel aus der LE von Catrice. Diesen Joker-Pinsel ist eigentlich für den Cream Blush gedacht, kannst du aber auch super für Foundation verwenden. Der hat ein bisschen was von dem von Rare Beauty, muss ich sagen, von der Form her und auch von dem von Crash Cosmetics. Für Foundation ist der Pinsel wirklich toll, also kann ich sehr, sehr empfehlen. Man hat da ein bisschen Pinselstriche wohl im Gesicht. Was aber auch daran liegt, dass die BB-Cream halt wirklich recht reichhaltig ist. Ne? Hier hast du halt Haare vom Pinsel, Pflege und dekorative Kosmetik vereint. Und als Concealer verwende ich von Nee den Weightless Concealer. Nee ist eine italienische Make-up-Marke in der Farbe N0, habe ich den übrigens. Findet ihr auch bei Dalton. Und der ist auch sehr, sehr angenehm. Gibt es natürlich auch in unterschiedlichen Farben. Und den verwende ich unter meinen Augen und ein wenig zur Abdeckung von Rötungen und minimalen Unreinheiten. Und auch hier eignet sich der Pinsel wirklich super, um das Ganze zu verteilen, ne? Und einzuarbeiten. Also wie gesagt, wenn ihr möchtet, gerne bei Dalton vorbeischauen. Da bekommt ihr die beiden Schätzeleins gerade 20% günstiger. Ich hätte hier auch noch ein Stempelbuch, aber ich glaube, das ist eher so dafür da, um Puderprodukte und so einzuarbeiten. Das ist hier auch aus der Collection dieser Harley Quinn Schwamm. Super süß in dieser Verpackung. Kann man dann eigentlich auch ganz gut mitnehmen, wenn du den Schwamm zum Verreisen mitnimmst, damit der nicht deine komplette Make-up-Bag versaut zum Beispiel. Das Ding bei diesem Schwämmchen ist, dass wir hier ein Flauschi außenrum zu haben. Also das ist halt eigentlich wirklich ein Schwamm, den ich persönlich für Puder verwenden würde. Da muss ich gleich mal gucken, ob ich den dann auch für das Puder, was ich hier habe, nehmen werde. Eigentlich mag ich nicht so gerne diese Flauschi-Schwämmchen. Ne? Ich habe mir auch einen Blush gekauft und da war ich mutig, weil ich mir gedacht habe, komm, wenn du schon die Möglichkeit hast, so eine krasse Farbe dir zu holen, dann mache ich das. Von Catrice der Liquid Blush 9ml haben wir hier drin und ich habe die Farbe Pardon Plum, also wirklich, wirklich, wirklich dunkel. Ne? So ein richtiger Pflaumeton. Und ich würde euch empfehlen, dass wenn ihr den verwendet, nicht direkt aufs Gesicht auftragen. Ihr wollt euch ja auch ein bisschen mit der Farbe vertraut machen. Ne? Ich gebe mir den auf den Handrücken. Wow, passt auf jeden Fall zum Oberteil. Huch. Und ich habe ein bisschen Angst. Ich nehme jetzt diesen Cream Blush Pinsel. Nehme ein bisschen was davon. Oh, es ist wirklich dunkel. Ne? Arbeite das in meine Hand ein. Und das ist wirklich stärker pigmentiert als gedacht. Wow, hätte ich nicht mit gerechnet, dass die da wirklich so mutig sind. Ne? Ausprobieren. Vielleicht sieht das ja richtig gut aus. Da braucht ihr nur ein Müh von, ne? Sonst sieht das wirklich sehr übel aus. Ich glaube auch, dass ich dazu ein bisschen zu hell bin. Er lässt sich schön verteilen und auch verblenden. Gar keine Frage. Das ist auch total abgefahren, so eine Farbe jetzt auch in der Collection zu haben. Aber ich glaube, das ist dann doch eher was für den Herbst. Wenn man den jetzt so ausblendet. Wow. Ist schon heftig. Okay. Ich brauche da echt nicht viel von. Also, das ist der Wahnsinn. Nur ein Müh kommt aufs Gesicht. Mal gucken, wie das dann auch gleich so im Gesamtbild aussieht, im Gesamtkonzept, wie auch immer. Hier sieht man das wirklich sehr leicht aufgetragen. Da geht schon ein bisschen mehr klar als hier. Wow. Abgefahren. Wir haben hier auch ein Puder drin. Und zwar ist das dieses Harley Quinn Pink Loose Setting Powder. Das, ist ein veganes Produkt. Ich glaube, alles von Essence ist mittlerweile auch vegan und so. Ne? 6 Gramm sind hier drin enthalten. Wir haben hier halt schon so ein Puffelding drin. Deswegen bräuchte ich jetzt eigentlich nicht den Schwamm. Ich habe jetzt auch eben die Folie mal entfernt. Und da sehen wir auch, dass es ein rosa Puder ist mit so einem Netz drin. Finde ich klasse. Und da gehe ich dann hier mit diesem Herzpuffel rein. Arbeite das auch ein bisschen in meine Handinnenfläche. Oh, das hat irgendwie einen Schimmer mit drin. Und damit kann ich dann einmal schon mal um meine Augen drumherum setzen. Es ist nicht komplett matt. Das ist wirklich abgefahren.
Jetzt so auf den ersten Blick, es ist mega. Also, dass man das halt auch so in dieser Collection mit drin hat, ne? Richtig cool. Okay, den Rest würde ich jetzt aber mit einem Pinsel machen, weil ich glaube, ansonsten wird es ein bisschen zu viel. Das heißt, ich nehme jetzt hier so einen etwas fluffigeren Pinsel, klopfe das Ganze ab und fülle den Pinsel so, wie ich meine, dass das muss. Und dann geht das über mein Gesicht. Jetzt sieht der Blush nämlich auch ein bisschen harmonischer aus, ne? Das sieht nicht mehr ganz so gräulich aus. Der ist jetzt wirklich nur noch dezent. Also das muss man halt so ein bisschen, man tastet sich halt ran, ne? Dass man irgendwann halt herausfindet, was so die richtige Menge für einen ist, damit die Farbe auch passt. Ich bin ein bisschen beeindruckt tatsächlich von den Produkten bislang, muss ich sagen. Vielleicht muss ich mir sogar von dem Puder ein Backup zulegen, weil ich das sehr, sehr gerne mag. Das macht einen Weichzeichner. Es settet alles auch wirklich schön, setzt sich nicht komisch ab und das finde ich so schön, es mattiert halt nicht so ultimativ. Das finde ich schön. Ihr seht ja die Bewegung auch noch, ne? Wow. Ist aber gesettet. Diese Bronzer sind immer so krass von diesen LEs, oder? Die sind riesig. Wie viel haben wir denn hier drin? 20 Gramm. Wow, also damit kann ich die ganze Straße rauf und runter bronzen. Ich habe die Farbe Can't Catch Me 010 und ja, da gab es halt zwei verschiedene Farben und ich habe diese hier. Sieht gut aus. Sieht passend aus. Ja, mal schauen. Huch, auch da kriegst du ganz schön viel auf den Pinsel. Dann bringen wir mal wieder ein bisschen Dimension hier in das Gesicht zurück. Der hat von der Textur her ein bisschen was anderes. Das ist halt nicht so dieses ganz, ganz matte, ne? Also irgendwie alles nicht so wirklich. Sondern das hat auch irgendwie was Cremiges, aber nicht wirklich Gebackenes mit dabei. Ganz abgefahren. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man das auch wirklich verblendet bekommt, weil sonst hast du das wie hier. Auf einmal ganz schön viel, ne? Weiß nicht, ob das mein favorisierter Bronzer wird. Der lässt sich echt sehr zickig auftragen. Bin ich vollkommen ehrlich, ne? Das funktioniert gerade nicht so schön. Und auch das hat ein eher seidenmattes Finish, ne? Ich finde den fleckig. Also für mich ist das eigentlich nicht so ein mega geiles Produkt. Der Blush kommt nach wie vor noch sehr, sehr leicht, subtil. Aber trotzdem irgendwie vorhanden durch. Und jetzt habe ich hier was Kunterbuntes. Und zwar hat hier Essence mit der Harley Quinn-Geschichte Highlighter rausgebracht. Metaglow. Ich weiß noch nicht, was die da alle mit haben. Ich habe die Farbe 01 Rebuild. Da gab es zwei verschiedene Farben. Und ich habe das hier genommen, weil ich dachte, das könnte vielleicht noch irgendwie hinhauen. Weil ich bin jetzt nicht so der ultimative Fan von holographischen Highlightern. Und das ist halt wirklich super abgefahren, ne? Also, das ist schon intensiv. Kann man nicht anders sagen. Und das ist auch nicht nur ein Overspray. Wow, das kannst du fast schon als Lidschatten nehmen. Zieht euch das mal rein. Also den lege ich mir auch gleich zur Seite für Lidschatten. Oh mein Gott. Der hat rosa Schimmer mit drin, aber auch so ein bisschen gelb-grünlichen. Und das geben wir uns jetzt aufs Gesicht. Auch da habe ich mir den Highlighter-Pinsel geholt. Ihr kriegt die Produkte bei Cosmetic for Less, bei Essence und Catrice selber auf der Homepage. In den Läden, wo man die halt so kaufen kann, ne? Die müssten, ich glaube, auch bei Purish irgendwie demnächst mal einziehen. Und ja, das dürfte es gewesen sein. DM Rossmann online halt oder halt auch im Laden, ne? Ich habe Angst. Ich dippe vorsichtig rein. Und ja, das ist halt auch wirklich mit Chromschimmer, ne? Das ist jetzt nicht so unbedingt der Highlighter, den ich zum normalen Alltagslook so tragen würde. Es lässt sich auch nicht so polieren oder so. Der ist schon sehr, sehr, sehr grob. Also für mich wäre das hier wirklich eher ein Monolidschatten, den ich dann auch gleich sehr wahrscheinlich in einem Augenlook integrieren werde. Aber halt jetzt nicht unbedingt ein klassischer Highlighter, weil der ist schon sehr glitzy-flitzy und hat halt nicht so diese Base mit dabei, ne? Dass man da halt irgendwie darunter noch diese Perlgeschichte hätte. Also der Glow kommt eigentlich eher so von der Base, die noch so darunter sitzt. Es hat wirklich diesen groben Glitzer. Die Augenbrauen mache ich mir mit den beiden Produkten, die ich immer so verwende jetzt aktuell, ne? Das ist hier einmal von Yves Rocher, diese Augenbrauenstift in Blond. Und von Catrice habe ich hier diesen Super Glow. Mega geil, liebstes Augenbrauen-Styling-Produkt eigentlich.
Bei den Lidschattenpaletten sind diese Sister Love Collections ja total stark. Da habe ich mir zwei geholt. Einmal die Harley Quinn Palette und zwar in der blau-roten Variante. Mad Love 02 ist das. Und so schaut das aus. Finde ich sehr, sehr interessant, auch von den Texturen her. Wir haben hier einen Cake Liner, so ähnlich wie diese Suva Liner. Die kann man mit Wasser oder mit einem Fixing Spray einfach aktivieren und dann als Liner ziehen. Finde ich sehr, sehr cool. Und ich finde auch, dass diese Blautöne wunderschön sind. Die Rottöne werde ich wahrscheinlich eher weniger tragen, finde ich jetzt aber auch nicht so dramatisch, weil letztendlich habe ich nur zwei von diesen Rottönen hier am Start, ne? Und die anderen sind überwiegend blau, finde ich extrem schön, passt natürlich auch hier zu diesen Geschichten. Da gibt es ja auch diese Scrunchies, habe ich mir natürlich geholt. Die kann man sich dann so als Space Buns oder so auch machen, finde ich sehr, sehr süß. Und ich weiß nicht, ob ich die Palette nehme. Ich glaube, ich nehme aber heute eher die Joker-Palette. Dazu mache ich dann nochmal separat was. Und da habe ich mir diese grüne geholt natürlich. Hier sehen wir aber dann leider den Joker drauf, den ich jetzt tatsächlich für mich persönlich gar nicht so am, mag ich am liebsten empfinde. Aber das ist halt auch, ne? The Clown Prince of Crime ist hier die Bezeichnung der Palette. Und hier haben wir die Töne drin. Wunderschön, dieses Orange mit Grün ist halt wirklich voll mein Vibe, ne? Also das dürfte auch eine Palette sein, die ich farbtechnisch auch sehr viel tragen werde. Dementsprechend habe ich mir gedacht, gut, das ergibt auf jeden Fall Sinn für mich. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn die halt wirklich Schimmertöne in diese kleinen Fännchen machen, weil du da mit dem Finger nicht so gut reinkommst. Aber gut, it is wie it is. Und hier schaue ich jetzt einfach mal, dass ich euch einen orange-grünen Look mit Schminke und dann noch weitere Produkte aus dieser Joker Collection integriere, weil da gibt es auch noch einiges. Ich starte einfach mal mit dem Ton Gleam. Das ist dieser hier oben. Einfach ein ganz normaler, heller, matter Ton, der aber einen leichten grünen Stich noch mit drin hat. Achso, und als Pinsel verwende ich den Shader, der auch in dieser Limited Edition mit drin ist. Sowas mag ich auch ganz gerne als Pinsel. Ne? Kann man sich auch wirklich immer anschauen, denn mittlerweile, finde ich persönlich, haben Essence und Catrice bei den Pinseln auch eine recht gute Qualität. Ja, das ist halt so ein absoluter Setting-Ton. Oh, so ein bisschen hat sich der Concealer hier in die Lidfalte verzogen. Aber sehr, sehr, ja, fast schon transparent, ne? Dann nehme ich den Ton Jiggles. Das ist ein wunderschönes Orange. Da ist auch dieses Pressing hahaha drin. Aber sobald man da mit dem Pinsel ein paar Mal reingeht, wird sich das sicherlich erübrigen, sage ich jetzt einfach mal. Den setze ich mir auch so Lidfalten. Oh, stark pigmentiert. Lidfalten technisch hier so ein bisschen an. Auch ein bisschen mit hier rein, also in den Innenwinkel, aber nicht. Also bis zum Ende meiner Augenbraue im Prinzip oder bis zum Anfang meiner Augenbraue. Wow, das ist jetzt von vorsichtig reingehen, nicht von schlechten Eltern, Leute. Nach außen hin möchte ich gerne etwas Grünes auftragen und starte erstmal ein bisschen vorsichtig mit Mind Games. Also gehen wir mal hier in diesen Gedankenspielton rein. Gut abklopfen, sonst kriegt man tatsächlich Fallout, denke ich mal, ne? Den setze ich erstmal hier außen an. Okay, der ist wirklich etwas leichter unterwegs. Der kommt jetzt auch nicht so gut gegen das Orange an. Deswegen baue ich mir den auch ordentlich auf, dass da überhaupt was auch aufs Auge kommt. Dann sieht man auch ein bisschen was. Aber jetzt nicht so exorbitant viel. Da ist das Orange tatsächlich sehr prominent. Ich hätte mir jetzt auch irgendwie in der Palette so einen richtigen Giftgrünton gewünscht, wie die Palette aussieht. Aber das haben wir nicht als matte Variante. Wir hätten hier auch noch den Sly. Das ist so ein Dunkelgrünton und ansonsten halt noch bräunlich was. Und das hier, ja schon, doch, das ist so ein Moosgrün, wenn man den Ton so ein bisschen vermischt. Ich glaube, damit kann ich arbeiten. Den setze ich mir dann nochmal so außen auch ein bisschen mit dran. So abgefahren. Es wird dann halt schnell fleckig, wenn das aufgetragen ist. Das heißt, du weißt gar nicht, welche Farbe du letztendlich dabei rumbekommst, ne? Setze ich hier außen so ein bisschen hin, um das abzudunkeln. Muss man dann quasi auf dem Auge vermischen. Ist jetzt nicht so mein favorisiertes Grün, muss ich gestehen. Und diesen Sly-Ton setze ich mir jetzt einfach mal, also dieses dunkle Grün an den unteren Wimpernkranz. Ich glaube, das kommt ganz gut, ne? Ja,
Ich weiß nicht, ob der Erfinder der Palette sich gedacht hat, dass man so einen Look damit schminkt, aber das kannst du halt mit den Tönen. Ich würde jetzt auch zu den Schimmertönen übergehen, brauche dafür aber definitiv eine Basis auf meinem Auge, weil ich einfach weiß, dass wenn ich jetzt mit Schimmertönen arbeite, dass ich auch möchte, dass die lange halten. Ich habe noch ein paar Videos vor mir zu drehen, deswegen verwende ich hier von NYX meinen Glitter Primer. Das ist immer so ein absoluter Game Changer in vielerlei Hinsicht. Und den setze ich mir mit einem Pinsel auf mein bewegliches Lid. Es macht durchaus Sinn, jetzt auch einfach diese Kabam-Grüntöne zu nehmen. Das ist so ein froschgrünes Tönchen, was ich hier richtig hübsch finde. Crazed Grin nennt sich das. Und ich hoffe einfach mal, dass wir hier auch ordentlich was aufs Auge bekommen. Der ist sehr flockig. Und den tupfe ich mir in meine innere Hälfte. Der Glitterprimer hält es wirklich gut fest. Aber ich muss ihn gleich definitiv ein bisschen aufbauen, weil er ansonsten vielleicht ein bisschen zu leicht rüberkommen könnte. Nach außen habe ich jetzt auch so ein bisschen die Wahl zwischen Kupfer und Gold. Ich finde den Kupferton vom Ton an sich schöner, dann den Goldton ein bisschen folierter. Also, wenn dieser hier diese Textur hätte, würde ich das hart feiern. Hatte aber nicht. Hätte Fahrradkette. Das heißt, ich gebe mir nach außen den Ton Crackle. Das ist dieser hier. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil der auch wirklich crackelig im Pfännchen ist. Und den tupfe ich mir hier außen hin auf auf die äußere Hälfte. So habe ich dann ein bisschen dieses Farbspiel, ne? Hier dieses matte Orange und außen das matte Grün und hier das schimmernde Grün und außen das schimmernde, ja, Kupfer dann halt, ne? Aber das spiegelt dann irgendwie so gedreht, finde ich ganz witzig. Ja, das kann man auf jeden Fall so machen, würde ich jetzt mal so sagen. Finde ich auch ganz nice. Und ich würde mir jetzt in den Innenwinkel den Ton Trickster geben. Das ist ein Grün-Schimmerton. Oha, auch der ist sehr holographisch und den setze ich mir mit einem präzisen Pinsel hier rein. Oha, 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 das finde ich schön. Der hat was mintgrün Schimmerndes. Oh, und der ist richtig knallig. Das ist voll mein Vibe, ne? Wenn man jetzt noch ein Tickchen mehr möchte, dass dieser Highlighter zusammen mit dem Augenlook, also dem Inner Corner, matcht, kann man sich einfach auch den Highlighter nehmen und da so ein ganz, ganz kleines bisschen von nochmal direkt in den Innenwinkel tupfen. Das dürfte, genau, das spiegelt dann das Ganze nochmal einfach müh besser wieder. Ne? Das ist jetzt nicht super krass vom Effekt her, aber es macht schon ein bisschen was aus, würde ich sagen. Deswegen gebe ich mir den da einfach nochmal direkt hier so in diesem kleinen Mittelding drauf auf beiden Seiten, um da einfach nochmal so ein Match zu haben. Zur Palette möchte ich auf jeden Fall sagen, dass ich finde, dass Catrice hier eine richtig schöne grüne Palette rausgebracht hat. Wir haben öfters mal in Limited Edition so grüne Paletten, die aber von der Qualität mich nicht so überzeugen konnten. Die hier finde ich sehr, sehr schön. Auch diese Kombination von diesem Orange mit dem Grün mag ich richtig, richtig gerne. Aber wer denken möge, dass Catrice da aufgehört hätte, der irrt, denn die haben auch noch Lidschatten herausgebracht. Da habe ich mir zwei geholt. Die haben ja auch die Palette mit diesen lila Tönen. Da gibt es dann passend dazu diesen lila Topper. Ne? Das ist dieser hier. Und hier habe ich jetzt auch nochmal den Eyeshadow Topper in der grünen Variante. Ich weiß gar nicht, haben die da irgendwelche Farbbezeichnungen drauf? Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall dieser hier. Den möchte ich eigentlich ganz gerne auch ausprobieren. Aber wie? Ich nehme jetzt einfach ein bisschen was von dem Eyeshadow Topper und gebe mir das erstmal. Oh mein Gott, auf meinen Handrücken. So schaut das aus. Das scheint auch eine relativ klare Base zu haben. Huch. Und ich glaube, dass ich damit meinen grünen Lidschatten auch so ein bisschen auf eine andere Ebene heben kann. Da nehme ich jetzt auch meinen kleinen Pinsel, den ich eben auch genommen habe, für meinen Innenwinkel und für meinen Glitterglue. Nehme ein bisschen was mit dem Pinsel auf, nicht zu viel, weil wenn ich jetzt das zu nass mache, wird es wahrscheinlich auch ein bisschen zu schwer auf dem Auge. Und das setze ich mir drüber. Mal gucken, ob das funktioniert. Das trocknet relativ schnell auf meinem Handrücken an. Und man muss doch mehr nehmen, als ich dachte, um einen Effekt zu bekommen. Vielleicht ist das auch eher so eine Sache, ja, weil sonst wird es auch recht schnell fleckig, was man solo dann auftragen sollte. Genau, und ich kriege hier eine Lücke. Also das jetzt so auf den Lidschatten drauf zu machen, ist nicht leicht. Ich nehme es jetzt mit dem Finger auf und setze mir das hier drauf. Also dadurch löst du dir den Lidschatten leider ein bisschen ab.
Die Lücke versuche ich zu schließen, indem ich direkt hier den Applikator ansetze. Jetzt schnell sein. Eintupfen. Da löse ich noch mehr von ab. Chardé, Chardé. Oder das ist etwas, was man im Innenwinkel ganz gut tragen kann. Aber so haut das leider nicht ganz so gut hin. Ne? Also wir sehen tatsächlich hier, wie der Lidschatten sich ablöst. Das ist ja auch nicht so, wie es soll. Ne? Aber es gibt tatsächlich an und für sich einen schönen Effekt, aber funktioniert dann wahrscheinlich nicht unbedingt in Kombination mit der Palette. Oder man verwendet es als Base. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber jetzt gerade bei mir ist es nicht so harmonisch, leider. Okay, so funktioniert es besser, wenn du es direkt mit dem Applikator aufs Auge gibst und dann ganz, ganz vorsichtig mit dem Finger so drüber gehst. Dann geht es ein bisschen besser und dann wird der Effekt halt auch richtig, richtig schön. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das hätte ich mit dem Schimmerton, den ich ja auch in den Inner Corner gepackt habe, ähnlich erreichen können. Aber ja, ist ganz nice, braucht man jetzt aber nicht unbedingt in Kombination mit der Palette. Auch in der Joker Collection haben wir zwei Eyeliner drin, schön bunt, einmal in Lila, die ja eigentlich eher so zu der Lila-Palette gehört, und in Grün. Ich habe Bock tatsächlich, eigentlich mir so eine Art Ombre-Eyeliner zu machen. Das heißt, ich starte im Innenwinkel, beziehungsweise da, wo ich mein Grün aufgetragen habe, mache mir das Lila hin. Hier, wo ich das Kupfer habe, würde ich mir gerne das Grün machen. Und nach außen hin gehe ich dann mit einem ganz normalen schwarzen Eyeliner. Das wird jetzt einfach abgefahren, aber heute ist tatsächlich mehr. Es sind Dip-Eyeliner. Das Lila kommt dann hier hin. Malt nicht ganz so schön über dem Lidschatten und über dem Liquid Eyeshadow, obwohl der Liquid Eyeshadow schon getrocknet ist. Ne? Also da kriegst du jetzt nicht so eine mega krasse Geschichte hin, was aber nicht schlimm ist, weil damit kannst du ja eigentlich ganz schöne Farbakzente setzen. Ne? Und dann nehme ich mir das Grün, hier so im Kupferbereich. Da kann ich auch schon einen kleinen Mini-Wing mitmachen, dass ich schon meine Guideline habe für mein Schwarz gleich. Und da habe ich aktuell hier von Banana Beauty diesen Basic Bitch Eyeliner. Der malt hier außen eigentlich nur so einen kleinen Wing. Und ist hier ganz, ganz nah am Wimpernkranz, um so ein, ja, eine leichte Verdichtung hinzubekommen. Braucht man dafür dieses ganze andere Eyeliner-Gedönsen? Weiß ich nicht. Sieht aber ganz süß aus, wenn man sich das aus der Nähe anguckt. Aus der Entfernung sieht man das jetzt nicht so intensiv. Dann sette ich mir mal die ganze Geschichte im Gesicht. Da habe ich jetzt aktuell dieses hier von Anastasia Beverly Hills. Biege meine Wimpern mit der Catrice Wimpernzange. Tusche meine oberen Wimpern mit der MAC Stack Mascara. Oh, die gibt jetzt auch mittlerweile immer mehr den Geist auf. Also die habe ich ja auch schon recht lange in Anwendung. Die sollte ich dann demnächst mal aufgebraucht haben. Und für den unteren Wimpernkranz hat Essence in dieser Harley Quinn Geschichte zwei Mascaras, die Colored Mascara in Blue und in Purple. Das sind diese beiden und ich glaube, dass jetzt zu meinem Look die lila Mascara sehr gut passen kann, also für den unteren Wimpernkranz, also genau. Mal schauen. Das hat ein Gummibürstchen, was ich sehr nice finde. Ich weiß auch nicht, an welche Mascara das dann quasi angelehnt ist. Wir haben unten weniger Bürstchen und oben mehr Bürstchen. Und damit werden jetzt meine unteren Wimpern eingefärbt. Hä? Da kommt noch nicht so wirklich Farbe dran, du. Also, feucht, ja, aber die werden nicht lila. Nur so ganz, ganz leicht an den Spitzen. Das finde ich schade. Also da hätte ich mir tatsächlich gehofft, dass jetzt gerade, wo alle anderen Produkte ja auch so stark pigmentiert sind, dass da jetzt ein bisschen mehr kommt. Deswegen versuche ich die jetzt auch ein bisschen aufzubauen. Ich gehe da auch am unteren Wimpernkranz jetzt eher so mit der kurzen Noppenseite drüber. Also ich glaube, man sieht es halt nur, wenn man es weiß. Ne? Ansonsten würde man jetzt nicht denken, dass ich mir da eine lila Mascara drauf gemacht habe. Aber naja, das ist jetzt auch aus der Nähe mein fertiger Augenlook. Ich würde jetzt auch tatsächlich diese Mascara-Geschichte nicht an den oberen Wimpern verwenden, weil ich einfach finde, dass das bei mir nicht so gut aussieht. Bin ich ehrlich, ich mag es gerne, wenn ich oben halt eine schwarze Mascara drauf habe, die dann auch die Wimpern ordentlich verlängert und so Wawawoom Lashes macht. Das sieht mit einer kolorierten Mascara leider nicht ganz so gut aus, ne? Also bei mir. Und ja, das
Kann man alle so machen, ne? Aber also mein Favorit beim Augenlook ist definitiv die Lidschattenpalette. Die finde ich hammermäßig cool. Dann widmen wir uns mal den Lippen, denn da gibt es jetzt auch noch ein bisschen was. Da habe ich mir zwei Produkte aus dieser Harley Quinn-Geschichte geholt. Einmal diesen Multi-Reflective Lipgloss. Den kann ich jetzt ja schon mal erst so auftragen, dass man den Solo sieht. Das ist nämlich dieses bläuliche Harley Chic. Und da habe ich mir gedacht, dass es doch ganz nice wäre, weil der könnte ja gegebenenfalls die Zähne sehr schön weiß machen, oder? Weiß ich noch nicht. Sehr holo. Riecht nach einem günstigen Lippenprodukt, was man halt so damals zu Kindertagen hatte, oder? Ja, ein bisschen nach Pfirsich, aber günstig halt. So schaut der Solo aus. Kann man machen. Ist wahrscheinlich auch sehr gut tragbar, wenn man diese Harley-Palette verwendet und da halt so diese bläulichen Töne nimmt, dass es sich halt so widerspiegelt. Wäre für mich jetzt nicht unbedingt ein Lipgloss, den ich so sommertechnisch gerne trage. Ist eher so Winter, kühl, ne? Aber der hat nicht irgendwie so einen Plumping-Effekt. Man merkt ihn schon auf den Lippen, weil er sehr klebrig ist, ne? Aber er zieht keine Fäden. Das haben die Firmen Gott sei Dank mittlerweile raus, dass sie es anders formuliert haben. Aber ist jetzt nicht meine favorisierte Lippengeschichte und sonderlich weiß sehen die Zähne auch nicht dadurch aus. Nö. Schauen wir mal, was dieses Produkt hier kann. Das ist nämlich der Jelly Lipstick, habe ich in der Farbe 02. Und das ist ja einer so zum Hochklicken. Die sind jetzt ja auch, glaube ich, relativ neu im Sortiment und so, ne? Das dürfte so eine Pfirsichfarbe sein. Da sollte man nicht allzu viel von hochdrücken. Eben deswegen sind die auch zum Hochklippen, weil sobald es halt hochkommt und dann in Kontakt mit der Wärme der Haut kommt, reagiert das sehr intensiv, sodass es sein kann, dass es das dann auch komplett auf den Lippen landet. Also vorsichtig, nicht drücken oder so. Erstmal so ein bisschen anwärmen. Und dann vorsichtig ziehen. Der ist halt auch eher glossig. Ist halt ein Jelly Lipstick, ne? Aber da finde ich auf jeden Fall, dass die Farbe jetzt auch besser zu dem Look passt. Ich mag definitiv auch diese Form, dass es halt so klein ist. Du kommst hier ganz gut in das Lippenherz auch rein. Kannst da sehr präzise mit zeichnen. Und mir gefällt die Farbe. Die ist schon schön frisch und das ist auch eine Frühlingsfarbe in meinen Augen. Ja. Genau, so würde ich sagen. Du kannst es halt nicht zurückdrehen, das muss man wissen, ne? Kannst es halt nur hochklippen. Und das wäre jetzt auch mein fertiger Look mit den Produkten von Harley Quinn und Joker in der Essence X Catrice Sister Love Collection. Also, es sind coole Produkte dabei, die man sich definitiv mal angucken kann, wie das Puder oder die Pinsel sowieso, die Lidschattenpalette, ne? Das ist auf jeden Fall ein bisschen. Das hat schon Pfiff und ist auch eine gute Geschichte, dass du das für so einen günstigen Preis in der Drogerie findest. Die anderen Sachen sind solide. Der Blush ist verschwunden, ist nicht mehr da. Ja, aber ja, schreibt mir gerne eure Erfahrung und Meinung über diese Sister Love Collection in die Kommentare. Können wir uns gerne mal austauschen. Und dann wäre es hier gewesen, ne? Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.